mit Marvin Suhrland. Gelbe Fahne ging nach oben und die German 2000 Guinness sind in diesem Moment an der 1600 Meter Marke gestartet. Nordico hatte gleich den besten Start, auch Stillman ist sofort gut auf die Beine gekommen. An der Innenseite sehen wir Cordite, der nun an die Spitze strebt. Cordite führt vor Wilshire Boulevard, dahinter sehen wir die beiden sauren Schützlinge. Da sind es Nordico vor Stillman, an der Außenseite Nadelwald, dahinter Andoyas. An der Innenseite ist es Lucky Line, vor Kerosin, an der Außenseite Rock of Cashel und Sahand. Zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es in rasanter Fahrt bereits auf das Ende der Gegenseite zu. Cordite und Andrew Mullen führen vor Nadelwald, an der Innenseite Wilshire Boulevard. Dahinter sehen wir Nordico vor Andoyas, an der Innenseite ist es Lucky Line, Rock of Cashel. Dahinter galoppiert Kerosin vor Stillman und am Ende des Feldes sehen wir Sahand. So geht es bereits durch den Bogen hindurch. Cordite zeigt den Weg, führt vor Nadelwald, dahinter Andoyas, an der Innenseite Wilshire Boulevard, dahinter Rock of Cashel mit Nordico, an der Innenseite Lucky Line. Da kommt Cordite kaum um die Ecke, nimmt da natürlich Nadelwald und vor allen Dingen auch Andoyas mit nach außen. Es geht in den Einlauf hinein und innen ist sofort Lucky Line da, der geht nach vorne. Lucky Line vor Nordico, außen Cordite, dahinter Wilshire Boulevard, dann macht Stillman an der Innenseite Bodengut, hat aber keine wirkliche Lücke. Lucky Line, dahinter Nordico, an der Innenseite Stillman, Wilshire Boulevard, an der Außenseite Cordite, Lucky Line marschiert. Lucky Line, dahinter ist es Nordico, Stillman an der Innenseite, dann an der Außenseite Andoyas, aber der verabschiedet sich. Mann, ist das ein klasse Pferd. Lucky Line und Joritz Mendes dabei, die werden die German 2000 Guinness gewinnen und wie sie gewinnen. Lucky Line gewinnt, dahinter Nordico und innen ist Stillman Dritter vor Cordite, vor einem unglücklichen Andoyas, Kerosin, Sahand, Wilshire Boulevard, Nadelwald und Rock of Cashel. Mann, ist das ein Rennpferd. Lucky Line und Joritz Mendes dabei. Vorläufiger Richterspruch, siebte Rennen, dem Mehlmühlensrennen, German 2000 Guineas. Sieger ist die 4, Lucky Lion, auf dem zweiten Platz die 6, Nordico, dritter die 9, Stillman und auf dem vierten Platz eine Auswertung der Zielfotografie, die 1, Andoyas mit einer Nase vor der 2, Cordite. Ich wiederhole vorläufiger Richterspruch, siebte Rennen, Mehlmühlensrennen, German 2000 Guineas, 4 Lucky Lion, 6 Nordico, 9 Stillman und 1, Andoyas.